Hin? Hallo, wunderschönen guten Tag. Ja. Kann ich sprechen mit Herrn Karl Braunschweighammer? Wie möchten Sie sprechen? Mit Herrn Karl Braunschweighammer. Der ist unter dieser Nummer hier nicht erreichbar. Okay, gut. Entschuldigung, diese Person hat registriert, aber mit diesem Nummertelefon. Das ist rechtswidrig, das ist nicht richtig. Okay. Gut, schönen Tag noch. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder jede Menge Telefonschnipsel mit dabei, die, naja, zu schade wären, um sie einfach nur wegzuschmeißen. Leider reichen manche Gespräche nicht für ein ganzes Video aus, aber genau das macht vielleicht auch mal den richtigen Pepper und die richtige Mischung aus. Wäre ja auch langweilig, wenn wir hier jedes Mal nur ein Gespräch haben, wo wir von Anfang bis Ende das ganze Skript durchkauen. Und ich bin auch immer wieder der Meinung, dass diese ganzen kleinen Telefonschnipsel einfach auch zeigen, was wir hier eigentlich für Leute am Telefon haben. Wie gerade eben zum Beispiel, hier hatten wir wieder jemanden dran, der, weiß ich nicht, den Namen habe ich gar nicht eingetragen. Also tatsächlich nicht. Also damit ist der Anruf gleich doppelt irgendwie komisch. Aber naja, machen wir mal weiter mit den nächsten Telefonschnipseln. Oh. Ja. Guten Tag, ich spreche mit Herr Aufgang. Ja. Okay, das freut mich. Mein Name ist Emma Brandt. Ich melde mich von der Wessinger Academy Globales Börse. So, ich habe nur eine Frage für Sie. Haben Sie eine Erfahrung mit Onlinehandel? Ich habe kein Wort verstanden. Okay, nochmal. Ich melde mich von der Wessinger Academy Globales Börse. So, wissen Sie, was Onlinehandel ist? Online-Trading, haben Sie gehört? Ja, hier Online-Trading, ja, habe ich gehört. Ja, Online-Trading, ja. Okay, so haben Sie eine Erfahrung mit Online-Trading? Und Sie? Na, dem Anschein hat sie wohl selbst keine Ahnung, denn hier hat sie das Gespräch schon beendet. Ich weiß nicht, was das immer soll. Ich meine, klar, wenn ich jetzt so eine dumme Antworten gebe, dann ist das Gespräch ziemlich schnell zu Ende. Aber legt man dann einfach auf? Sagt man dann nicht eigentlich wenigstens noch Kusikowski oder sowas am Schluss des Gesprächs? Aber gut. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Mia Galli am Telefon vom die London Stock Exchange. Spreche ich mit Herr Steiner? So sieht's aus. Wie bitte? So sieht's aus. Kann ich nicht gut hören. Was haben Sie gesagt? So sieht's aus. Sind Sie Herr Steiner? Gerold, ja, Steiner? So sieht es aus. Tja, und dann ist das Gespräch auch schon ganz schnell wieder zu Ende. Ich finde es immer wieder interessant, wie schnell eigentlich so ein Gespräch mit den Betrügern zu Ende sein kann, wenn man nicht ganz nach deren Plan irgendwie mitspielt und das, ja, weiß ich nicht, das Gespräch anders gestaltet, als sie sich das vorgestellt haben. Denn die Betrüger können ja meistens nicht so wirklich flüssig Deutsch und sind der deutschen Sprache eher weniger mächtig. Und naja, wenn man dann nicht mit Ja oder Nein antwortet, sondern mit So sieht's aus, sind sie wohl schon überfordert. Aber gut, dann wisst ihr Bescheid, wie man die am schnellsten los wird. Guten Tag. Hallo? Ja, bitte. Hören Sie mich? Ja, laut und deutlich. Hallo, Hartmut. Ja, Schimmeldöner, mein Name. Warum sprichst du nicht lauter? Ich spreche doch ganz normal. Und ich würde auch Hallo? Gerne von Ihnen gesiezt werden und nicht geduzt. Was sagst du dann? Könnten Sie bitte ein bisschen freundlicher sprechen? Nein. Ja, dann hat sich das Gespräch für mich erledigt. Ich möchte nicht mit unfreundlichen Menschen sprechen. Auf Wiederhören. Du hast eine Anmeldung gemacht. Also, hat die Tante jetzt wirklich noch versucht, ihr Skript irgendwie durchzuprügeln? Also, ich habe ihr doch schon gesagt, dass das Gespräch hier eigentlich für mich sich schon komplett erledigt hat. Da ruft tatsächlich einfach eine fremde Frau an, duzt euch am Telefon und interessiert gar nicht, wenn ihr irgendwas dagegen sagt, dass ihr nicht geduzt werden möchtet am Telefon. Ich meine, so gehört sich's ja letztendlich auch nicht, wenn fremde Leute bei euch anrufen, dass die euch gleich duzen. Oh Mann, ich find's einfach nur immer wieder unterirdisch und absolut fragwürdig, wie solche Gespräche überhaupt dazu führen, dass Menschen da ihr Geld einzahlen. Ich kann's mir nicht begrifflich machen. Ja, bitte. Kannst du mich hören? Also, können wir zusammen ein kurzes Gespräch führen? Nee, weil sie unfreundlich sind und auch nicht, also entweder sie siezen mich oder das Gespräch hat sich erledigt. Ja, und ich habe das gemacht. Nee, hast du nicht?
Ich habe mit Sie gesprochen. Nein, haben Sie nicht. Dafür gibt es Zeugen. Haben Sie selbst eine Meldung gemacht bei Oil Profit? Die hat mit Online Trading zu tun. Ja, das interessiert mich nicht. Ich bin die Finanzberaterin von der Citibank und ich wollte mit Ihnen ganz kurz ein paar Informationen teilen. Das ist ja sehr entzückend. Da spreche ich wieder mit einer Kakerlake. Ja, fahre fort, Kakerlake. Fahre fort. Wie bitte? Fahre fort. Sie sollen jetzt Kunde bei uns sein, sonst die Daten werden alles verteilt in die Börse. Haben Sie mich verstanden? Wollen Sie mich erpressen? Bitte? Wollen Sie mich erpressen? Haben Sie mich verstanden, was ich gesagt habe? Ja, das habe ich. Oder Ihre Daten werden alles gelöscht. Gerade war das noch Erpressung. In die Börse verteilt. Ja, das ist Erpressung. Das okay, wissen Sie, das möchte ich nicht. Da habt ihr natürlich kein Recht dazu. Das habe ich natürlich, also ich habe das hier angemeldet. Weil du so eine schmutzige Betrügerin bist. Ah, genau, schmutzige Betrügerin. Wasch dich. Nimm Seife in den Mund. Nimm Seife. Also man muss hier wirklich nochmal betonen, das war jetzt der dritte Anruf von der gleichen Tante. Und weiß ich nicht. Nun hat sie mal von alleine aufgelegt. Ich glaube, sie hat's verstanden, auf welchem Niveau wir dieses Gespräch hier maximal führen werden. Denn, naja, irgendwie kommt sie mit dem Du und dem Sie nicht klar. Und das hat sie auch beim dritten Anlauf nicht geschafft. Und von daher, keine Chance für die Betrüger. Naja, aber grundsätzlich sollte man sowieso immer, wenn solch ein Callcenter bei euch anruft, sollte man immer schleunigst auflegen. Ich meine, letztendlich, wenn die auf euren privaten, echten Daten anrufen, spielt nicht mit denen, sondern beendet das Gespräch, blockiert die Telefonnummer, auch wenn die danach mit einer neuen Telefonnummer anrufen, aber blockiert die Nummern. Irgendwann habt ihr zumindest schon mal ein großes Portfolio an Telefonnummern durchblockiert. Passt natürlich auf, dass ihr keine echten Telefonnummern von irgendjemandem blockiert, die wichtig werden könnten, wenn es zum Beispiel eine Berliner Nummer ist. Manchmal rufen die ja wirklich mit Telefonnummern von Banken oder so an. Nicht, dass ihr wirklich mal nicht mehr angerufen werden könnt. Aber naja, im besten Fall einfach auflegen, sich gar nicht erst auf so einen Unsinn da mit denen am Telefon einlassen. Ihr seht ja, was da eigentlich so abläuft am Telefon. Die ruft einfach wieder an, obwohl man schon aufgelegt hat. Und in diesem Fall habe ich hier auch wirklich zweimal aufgelegt. Naja, beim dritten Anlauf hat sie es selber sein lassen. Ein Stück spreche ich dann da bitte. Wie kann ich denn behilflich sein? Ja, und diesen Telefonschnipsel, den habe ich dann mal gekürzt, weil da kam dann weiter nichts. Sie hat einfach das Telefon stumm geschaltet und, weiß ich nicht, so ihre Freizeit genossen auf Arbeitszeit. Unterirdisch. Vielleicht habt ihr wieder was verstanden, was die nette Tante da am Telefon im Hintergrund von sich gegeben hat. Uns hat sie, weiß ich nicht, also zumindest hat sie mich nicht persönlich angesprochen, sondern sich mit irgendeiner Kollegin unterhalten und vielleicht gar nicht mitbekommen, dass sie ihr Mikrofon noch eingeschaltet hat. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr verstanden habt, was sie da eigentlich genau gesagt hat. Ach ja, und natürlich war meine Stimme hier so ein kleines bisschen übersteuert. Lag daran, weil ich das Audio-File hier ja sehr, sehr hochziehen musste, um letztendlich noch irgendwie ja hörbar zu machen, was die nette Tante da am Telefon von sich gegeben hat. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herr Steiner? Ja. Das ist mir, Kramer, Herr Steiner. Ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung für Online-Handeln. Aha. Wie ist das? Sie wollen Handel anfangen, stimmt das? Was denn für eine Anmeldung? Wie bitte? Was denn für eine Anmeldung? Sie sind gestern angemeldet auf unserer Werbung. Gestern? Nee, gestern war ich gar nicht zu Hause. Also, oder, nein, Entschuldigung, das war nicht gestern, das war vor ein paar Tagen. Aha. Ja, und? Also, Ihr Konto ist nicht aktiviert, so deswegen rufe ich. Ich muss Ihnen helfen, richtig zu aktivieren, wenn Sie Interesse haben. So, wenn ich da was nicht aktiviert habe, dann wird das wohl so richtig sein. Also, wollen Sie nicht aktivieren, wollen Sie nicht Handel anfangen, oder?
Ja, habe ich ja jetzt schon. Haben Sie also Deposit gemacht? Was? Haben Sie ein Deposit gemacht? Sie meinen eine Einzahlung? Genau. Ja. Und wann war das? Ich glaube vorgestern. Vorgestern? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau. Mhm. Mit welcher Company haben Sie die Überweisung gemacht? Bei Binance. Bitte? Bei Binance. Binance? Mhm. Okay, aber unsere Firma heißt Bitcoin Convert. Wenn Sie es wollen, Sie können testen, unsere Firma auch. Nö, nein, ich habe doch jetzt schon. Sie haben bei Binance, also Binance ist ein ganz anderes. Ja, da kann ich halt nicht mit Kryptowährung, aber das ist mir egal. Mhm. Aber Sie können mehr aus Profit haben machen und mit unserer Company auch. Wieso? Das sieht doch ganz gut aus bei Binance. Was soll ich denn da jetzt noch was anderes nehmen? Sie, also unsere Kunden, also macht Handel mit uns auch. Ja, aber ich brauche nicht zwei Plattformen, eine reicht doch. Hat ja bloß aber so unübersichtlich. Mit zweiter Plattform können Sie entscheiden, welche Company macht da besser Profit für Sie. Und auch, Sie können nutzen beide Kontos. Ja, sicherlich kann man beide Konten benutzen, aber ich wüsste nicht, wozu ich zwei brauche. Ich kann ja bei einer auch gleichzeitig mit verschiedenen Sachen handeln. Brauche ich doch nicht zwei. Mit uns, Sie können auch mit ganz verschiedenen Sachen auch handeln. So, vielleicht, wenn Sie Interesse haben, Sie können nutzen zum Beispiel Handel mit Aktien oder mit verschiedenen Krypto oder mit Forex. Ja, das habe ich ja. Mit Binance haben Sie es, oder? Ja. Okay. Dann gut, wenn Sie kein Interesse haben, ist kein Problem. Tschüss. Ja. Also davon mal abgesehen, dass das hier wieder so ein illegaler Betrügeranruf war, naja, aber so verabschiedet man sich ja dann letztendlich auch. Na, also klar wollte die hier wieder nerven und ihr Produkt irgendwie einen an die Backe nageln. Ja, aber letztendlich, wenn man keinen Erfolg hat bei dem Kunden, dann verabschiedet man sich ja eigentlich höflich. Das vergessen die Betrüger ja in den allermeisten Fällen. Hallo? Ganz schön laut bei Ihnen. Und solche Anrufe habe ich in der Tat sehr, sehr oft. Dass da einfach laute Musik im Hintergrund ist, sich gar keiner meldet und ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind es dann wieder die Leute, die einfach mal gucken wollen, welcher Scam-Wetter sich da heute wieder meldet. Ich weiß es nicht genau, aber naja. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass euch sowas mit einem seriösen Unternehmen auch nicht passieren würde. Denn erstens, ein seriöses Unternehmen hat nicht so einen Krachter im Hintergrund und zweitens, ein seriöses Unternehmen ruft auch nicht an und sagt dann nichts. Tag? Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja, was denn? Ich spreche mit Herrn Lauritius. Ja. Grüße Sie, Herr Lauritius. Ich bin gerade mit Anna Webel von Blockchain. Ich spreche an über die eine unbestätigte Transaktion von mir. Diese Transaktion? Ich verstehe Namen. Sie nicht. Sie sind im Auftrag von Blockchain. Ich bin im Auftrag von Blockchain, oder wie? Ja. Sie haben gemacht früher Online-Investitionen mit einer unlicher. Ihre Leitung bricht ständig ab und ich verstehe Sie nicht. Entschuldigung, weil die Leitung ist unterbrochen. Ich wiederhole nochmal. Haben Sie gemacht früher Online-Investitionen mit einer unlicher Firma, aber nicht profitiert erhalten? Ich verstehe kein Wort. Haben Sie da jemanden, der Deutsch sprechen kann? Herr Loris, haben Sie gemacht früher Online-Investitionen? Haben Sie Erfahrung mit dem Online-Handel? Ich kann Sie irgendwie... Hallo? Ich kann Ihren Akzent nicht enträtseln. Ich weiß nicht, was Sie mir sagen möchten. Sie haben eine Profit-Transaktion. Haben Sie da irgendjemanden, der besser Deutsch sprechen kann? Loris? Ja, ich habe eine Frage gestellt. Haben Sie gemacht früher Online-Investitionen? Ja, ich verstehe kein Wort. Haben Sie da jemanden, der irgendwie besser Deutsch sprechen kann? Ja, ich bin hier, ja. Ja, aber ich verstehe Sie nicht. Haben Sie da jemanden, den ich verstehen kann? Nein. Dann weiß ich nicht, warum Sie bei mir anrufen. Ich kann nichts verstehen. Sie sprechen so undeutlich, da kann man nicht enträtseln, was Sie damit meinen.
Genau. Und wie eigentlich immer, wenn die Betrüger anrufen, wird dann einfach aufgelegt, ohne es noch irgendwie höflich ja, zu beenden. Aber letztendlich, weiß ich nicht. Hier im Audio geht so halbwegs teilweise, aber ihr wisst ja, ich habe bis jetzt immer mit dem Lautsprecher telefoniert. Und das war einfach so unterirdisch zu verstehen, aber es ist hier selbst im Audio einfach nur gruselig. Keine Ahnung, wie die so Erfolg haben wollen und wer auf sowas reinfällt, aber das ist tatsächlich einfach nur dramatisch. Wenn man solche Leute da am Telefon hat, man versteht kein Wort und die wollen euch eure Kohle aus der Tasche ziehen. Ich meine, hier geht es immer noch um mindestens 250 Euro und die werden ja auch mittlerweile immer gieriger. Die wollen ja schon ganz oft hier anstatt 250, wollen sie denn 500 oder 1000 oder sogar manch einer 5000 Euro haben. Naja, also Wahnsinn, wenn das funktioniert. Und das Schlimme ist, es funktioniert. Hallo, guten Tag. Ja. Was denn? Mit wem spreche ich da? Sprich mit Herrn Flughafen? Ja. Hallo? Ja. Sprich mit Herrn Flughafen? Ja, zum 15. Mal. Ich möchte Sie erreichen. Am Apparat ist Anna Kowalski. Aha. Sie haben sich registriert bei Bitcoin System. Ist das richtig? Möglich. Ja. Und nun? Wir sind dabei und weisen Sie hin zum Helfen, das Konto zu aktivieren, Herr. Aha. Möchten Sie das Handelskonto aktivieren? Bei Ihnen ist so laut im Hintergrund, man versteht Sie kaum. Möchten Sie ein Handelskonto aktivieren? Können Sie da die Musik irgendwie leiser machen? Nein. Ja, ich verstehe Sie kaum. Okay. Alles klar. Arbeiten Sie in einer Diskothek oder wie? Nein. Ja, aber hört sich so an. Nein, bin ich nicht. Ja, aber es hört sich so an. Okay, das ist Ihre Meinung. Ja, das ist nicht meine Meinung, das ist der Geräuschpegel da im Hintergrund. Okay. Möchten Sie ein Handelskonto aktivieren? In einer Diskothek oder wie? Möchten Sie ein Handelskonto aktivieren, wenn Sie das nicht möchten? Können Sie auch auflegen, ne? Ja, aber Sie rufen mich ja aus einer Diskothek an. Was soll ich denn da mit einem Handelskonto? Okay, dann legen Sie einfach auf. Ich soll auflegen? Sie haben mich doch angerufen. Okay, dann lege ich auf. Tschüss. Sie haben aber gar nicht aufgelegt. Naja, und dann hat sie doch aufgelegt und war weg. Aber ja, Wahnsinn. Also der Geräuschpegel dort war wieder einfach nur absolut gruselig. Ja, und dann wollen sie einem wieder das Geld aus der Tasche locken. Aber ich glaube tatsächlich sogar, es war die gleiche von dem Gespräch davor. Aber na gut, die hören sich ja sowieso alle irgendwie ähnlich und wenn nicht sogar gleich an. Hallo? Ja? Servus. Guten Tag, hier spricht Jan Oswald. Wer ist da? Jan Oswald ist mein Name. Mhm. Ich rufe schon internationaler Finanzmarkt an, du hast mich... Das heißt Sie. Wie bitte? Das heißt Sie. Internationaler Finanzmarkt, oder was? Nee, das heißt nicht du, das heißt Sie. Ach so, Entschuldigung. Tut mir leid, das ist ja halt so ein Teil von unserer Job. Also, Sie haben sich in internationalen Finanzmarkt ungefähr 8 Tage vor angemeldet. Ne, ich habe jetzt hier Ihre Daten, Name, Handynummer und E-Mail-Adresse. Ja, und soll ich mal fragen, ob Sie eine Erfahrung haben im Finanzmarkt? Warum fragen Sie das? Weil... Pass mal auf, Sie haben sich registriert und quasi Ihren Account nicht aktiviert, ne? Ja. Ja, das ist doch ein Grund, ihn anzurufen, ne? Und fragen, woran das geht. Also haben Sie vielleicht eine Erfahrung? Schlechter, guter? Ja, dass Sie das als Grund sehen, einen anzurufen. Vielleicht hat es ja auch einfach einen Grund, dass ich das Konto nicht aktiviert habe. Ja, ich will einem nur noch dieses Grundwissen. Das Einzige, was ich brauche, ist, aha, ja, Dinge. Ja, welche Webseite denn? Altima. Wie heißt die? Altima. Altima habe ich nicht in meiner Liste. Da habe ich mich nicht registriert. Ne, Registration haben Sie also bitinfo.de. Ja, das war so eine komische Werbung, die so unseriös war, ja. Da habe ich dann danach aufgehört, weil mir das schleierhaft vorkam.
in unseriöse, also Werbungen, haben Sie Ihren Handynummer, E-Mail-Adresse und Name, Vorname reingeschrieben. Ja, und dann war mir das ein bisschen suspekt. Und das habe ich verstanden. Ja. Jetzt die zweite Frage. Wollen Sie nicht traden? Sie können ja auch gut Geld verdienen. Warum nicht? Mache ich doch mittlerweile. Wer bitte? Mache ich doch mittlerweile. Machen Sie. Ja. Das freut mich sehr. Ist ja wieder herzallerliebst, dass es ihn freut, aber warum verabschiedet er sich denn nicht? Und vor allem finde ich es ja auch wieder ganz toll, wie er am Anfang gelacht hat, dass ich ihn darauf hingewiesen habe, dass er mich zu siezen hat. Ja, und dann hat er tatsächlich sich noch versprochen und hat gesagt, das ist so, das, ja, mehr oder weniger hat er ja gerade zugegeben, dass das wohl so in seinem Skript drin steht, mit dem Du. Interessant. Also, ich meine, es gibt ja auch noch andere Leute, die solche Videos machen wie wir und das ist tatsächlich irgendwie gang und gäbe, dass die überall die Leute duzen und selbst in Fernsehbeiträgen kam das schon, dass man hört ganz klar und deutlich, dass die einen einfach duzen am Telefon, ohne dass man denen das jemals angeboten hat. Und weiß ich nicht, ob man so seriöse Bankgeschäfte führen sollte. Aber wir wissen ja alle, was das hier für Leute am Telefon sind. Definitiv welche, wo ihr alle auflegen solltet und nichts einzahlen. Hallo. Hallo. Ja, und das hier war wieder so ein Call, wo ich ein bisschen übersteuert war, weil ich einfach die nette Tante im Hintergrund ein bisschen lauter haben wollte, damit ihr vielleicht das Ganze mal übersetzen könnt, falls ihr da irgendwas raushören könntet, auch wenn es sehr undeutlich und leider nicht so wirklich gut von der Qualität war. Aber mich interessiert ja immer so, was die Betrüger da eigentlich erzählen und welche Sprache das überhaupt auch ist. Hallo, guten Morgen. Ja. Hallo. Ja. Bin ich mit Hartmut? Das ist mein Vorname. Bitte? Das wäre mein Vorname, aber so haben Sie mich nicht anzusprechen. Herr Hartmut. Nee. Hier spricht Sie Nein. Antonia Robinson. Sie sprechen mich bei meinem Nachnamen an und nicht bei meinem Vornamen. Sind Sie verrückt oder was? Sind Sie bescheuert oder was? Na, genau so stellt man sich das doch wieder vor, wenn jemand anruft von der Bank und möchte euch was verkaufen. Ja. Super. Die duzen einen gleich wieder, beziehungsweise spricht mich ja beim Vornamen an und siezt mich denn damit. Ja, kann man machen, gehört sich aber einfach nicht. Und ja, dann beleidigt sie einen auch gleich noch, ob man verrückt ist. Eigentlich habe ich nur gewollt, dass sie mich bei meinem Nachnamen vernünftig und seriös ansprechen möchte. Aber irgendwie schaffen die das nicht. Mit Herrn Gandalf Strohhut gesprochen. Ja, ist am Apparat. Mein Name ist Markus Grusch. Ich rufe Sie von der Coinbase Gruppe an. Sie haben sich einmal bei uns auf den Plattformen geschert und waren lange Zeit nicht mehr aktiv. Das heißt auf der Plattform? Exchange Blockchain .com, Kryptomoney Plattform. Proof of Stake, Ethereum und Bitcoin. Und Sie waren nicht aktiv seit dieser Zeit. So, ich möchte Sie darüber informieren, dass sich in Ihrer Online-Brieftasche noch Gelder befinden, die Sie verwenden können. Aha, woher ist denn da Geld? Habt ihr noch nie was eingezahlt? Natürlich, weil Mining keine Investitionen braucht. Wenn Sie zum Beispiel einen Block an Blockchain haben, durch diesen Block gehen die Transaktionen und für jede Transaktion bekommen Sie die Kommission und insgesamt 0,27 Bitcoins haben Sie jetzt für die Auszahlung. Da haben Sie aber eine schöne Geschichte ausgedacht. Ich habe gesagt, dass... Du bist ein krimineller Betrüger. Herr Strohut. Du bist ein krimineller Betrüger und Herr Schwingtitte grüßt dich! Idiot! Selber? Herr Schrot, ich sage Ihnen über Schwingtitte. Ihr eigenes Geld. Egal. Wir werden die Informationen in Buffin geben und in der Dass ihr Betrüger seid, ja? Aber nein, Herr Strohut, Sie sind ein Betrüger. Nein, der Betrüger bist du bist ein Krimineller. Sie machen die Geldwaschung jetzt und diese Information wird nach Buffin ja. gehen. Genau. Nicht so lang gewesen. Oh, bist du peinlich. Gehen Sie in die...
Eieieiei. Also den hatten wir hier tatsächlich auch schon öfters mal dran. Deswegen habe ich ihm auch gesagt, der Herr Schwingtitte grüßt dich. Aber das hat er wohl irgendwie nicht verstanden. Oder nicht begriffen oder nicht kapiert oder ich weiß es nicht. Aber er wollte mich jetzt bei der BaFin melden. Soll er mal machen. Also ganz ehrlich, Privatpersonen bei der BaFin melden ist ja mal voll geil. Also so ein Blödsinn habe ich ja tatsächlich noch nie gehört. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ja, schreibt gerne noch ein bisschen was in die Kommentare, was ihr so über die netten Leute hier denkt und vor allem vielleicht auch an den Stellen, wo der ein oder andere was übersetzen kann, was wir hier so gehört haben. Ja, wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Angeboten auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.